Kinney? Because Princess Kinney was born a half-orc, whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the Stick of Truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited and plotted all this time to take the stick from you. For Princess Kinney is true heir to the Stick of Truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs explaining, you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Princess Kitty, come back here! Good. Good. Welcome, weary adventurers. Can I interest you in some of my wares? Is Douchebag your real name? Nah, stimmt. Okay, der letzte Fight, der wirklich letzte Fight. Give us the stick, Princess Kinney. You don't want to go down like this, Beth. Princess Kinney! You fools! Princess Kinney controls the universe! Und wir kontrollieren den Kontrolleur. Oder so. Thank you.
princess's magic. It's so pretty! I know Valence doesn't solve anything, but I kind of like it. It's all over, Princess Kenny. Douchebag is too powerful for you. Das stimmt. Douchebag Hoff. Nein. Du es nicht. What's she doing? No, Kenny, don't drink that! Nazi zombie Princess Kenny! Fuck! Oh nein. This is it, King Douchebag! The final battle! Your buddies stand with you! I will just stand over here. Use your rainbow attack, Princess Kenny! Alter, mach die trotzdem fett Schaden. Wirklich viel Schaden, okay. By the hammer of butters! That was the most perfect throw I've ever seen. Das wird echt brutal. Hit them with the zombie vomit! Woo. Dragonborn, you'd better pray for a miracle. Oh, hamburgers! Foolish Princess Kenny, do you not know that death is a servant of chaos? Ich hab doch, ich hab B gedrückt. Langsam mach mich nicht. Spiel, mach mich fertig. Princess Kitty! Und nochmal, immer mehr geht die Rüstung down. Ja. Death comes for you, Dragonborn. You'd better pray for a miracle. Oh, hamburgers! Foolish Princess Kitty. Do you not know that death is a servant of chaos? Ja, jetzt hast du geschafft. How can this be? Energy's making me a little woozy. Mm.
War's das jetzt? Oh my god! You killed Kenny! Yeah, I'll bet! Oh, no wait, he's back! Use your rainbow attack, Princess Kenny! She looks more dead than she was before! Kill her again! I still don't get how Cartman got you to think he was cool. Weil er cool ist. Make me proud, King Douchebag. You're about to get blown. Hit them with the zombie vomit. Train and time. Princess Kenny. That's it? Okay. Jawohl! Heilen wir mal wieder. Gut. Katana ist immer noch die beste Waffe. Your goo, Princess Kenny. You'll be invincible. Oh nein. Halt's auf. Oh no, you don't. Shit, I shanked it. Ich. Bitte was? Schönen Tag. Ich muss. Ich hab schon wieder. Es regt mich langsam auf. Ich hab voll fett auf die B-Taste gedrückt. Mehrmals. Ja, fick das Spiel. Butz. Da hab ich die falsche Taste gedrückt. Use your rainbow attack, Princess Kenny! Wie oft können die noch zurückkommen? Ich bringe dich immer wieder zurück. In die Hölle. Drink your goo, Princess Kenny. You'll be invincible. Oh no, you don't. Yeah. Lucky shot, but no matter. Princess Kenny still has lots of tricks up her puppy sleeves. You're messing with a crit now, fool.
Use your rainbow attack, Princess Kinney! Bam, bam. Alter, das ist doch ja echt ein langer Kampf, ey. Mal sehen, ob es bei Kenny jetzt noch eine Chance hat. Set him up and knock him down. Yeah. Hit them with the zombie vomit. Alter, okay. Ich fürchte, ja, noch einmal. Da kenne ich was. She doesn't stay dead. We can't beat her. Two, we're fucked. There's no way. There is one way. We're gonna have to break the gentleman's code. What? Carmen, you can't possibly mean. What other choice do we have, Cal? King Douchebag, you remember long ago, I made you swear an oath to never fart on anyone's balls. I am now asking you to break that oath. He's right. It's our only chance. Fart on Princess Kitty's balls, King Douchebag. Do it. Now, King Douchebag, fart on Princess Kitty's balls! What about the gentleman's oath? Okay. Zur Zeit für... Good work, Princess Kitty! Finish them off! Drachenschrei. Ich ergebe mich! We're back to normal. We're cured. We're all better now, Daddy. That's right, son. The Dragonborn must have farted on a princess's balls. Yeah. Alter. You guys sure about this? There's no other way. It drove our friend to madness and nearly killed us all. So what do you guys want to play now? How about dinosaur hunters? Or pharaohs and mummies? Let's ask Douchebag. What do you want to play next, dude? Okay, jetzt unsere ersten Worte in diesem Game. Screw you guys. I'm going home. Wow, what a dick. Man, Bear Pig. Oh, Gott. Boah, wir haben es geschafft. Wir haben es durch. Holla die Leute. Bam, 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 bam. Tja, das war's. Das war das Ende von South Park, The Stick of Truth. Bam, 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 bam. Oh. Das war aber jetzt echt ein höllischer Endkampf. Ja. Dam, dam. So, ich lasse jetzt ein bisschen die Endcredits durchlaufen. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich das ein bisschen, vielleicht will ich Zeitraffer spielen. Mal gucken.
Aber ich wollte noch ein bisschen was labern, so. Also auf jeden Fall, ich werde mir sowas von das zweite Game holen und wenn es dann nicht raus ist, auch das Let's Playen. Also, wenn du Bock hast, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr wieder reinschauen. Ansonsten, was gibt's noch so zu sagen, ne? Wir haben's endlich geschafft. Aber wir haben Princess Kenny verloren. Na gut, ich weiß nicht. Wir wissen es nicht. Ist Kenny tot? Kenny wird wahrscheinlich wiederkommen. Nur vielleicht ohne Eier. Oder vielleicht mit stinkenden Eiern. Wir wissen es nicht. Wir werden es vielleicht erfahren im nächsten Game. Wo es dann halt um Superhelden geht. Und da wird halt Kenny wieder da sein als Mysterion. Und dann sehen wir ja Professor Chaos, The Coon, alle möglichen Humankind oder sowas. Wie die alle hießen. Tupperware, irgendwas. Tupperware Token oder so. Naja, das wird dafür auch eine geile Tour wahrscheinlich. Aber ich frage mich, ob wir dann denselben wieder spielen, ob wir auch dann dasselbe Kind wieder spielen. Und also es wird ein neues Setting gehen, aber wir werden ja immer noch das neue sein. Das neue Kind, aber neues Kind oder das alte neue Kind. Das ist zum Beispiel die Frage, ob die denn wieder das mit Freunden, das mit den Facebook-Freunden da machen. Weil wir haben ja schon 100 irgendwas Freunde, ich glaube 104 Freunde jetzt. Das wieder zurück. Say hi to one another while you're all in heaven. Oh. Thank you, Mom. Oh. Thanks to my German Hof for our unconditional love, my friends and hubby for supporting me and the Navarro clan that inspires me every day. Okay. Ich würde sagen, nein. Okay. In diesem Sinne, ne? Das war's. Also ich lasse es noch ein bisschen durchlaufen. Und ja, wir werden dann gucken, wie es dann im zweiten Teil ist. Macht's gut, Leute. Bis demnächst.
What the fuck? Ah. Das war ein schönes Ende. Moment. Eine Kleinigkeit fehlt noch. Watch out for strangers. You are this close to a timeout. That's rude, Pumpkin. Moment. You can have this body anytime you want, David Hasselhoff. Das. Das meinte ich. What the fuck? Also ich meine. Ja, ich bin bei Vögeln beobachtet. Son, ne? I'll give you $20 if you talk right now. You're not as ugly as I remember. I hope your new friends are well behaved. Also die Mutter. Also ich meine, die hat einen geilen Körper, ne? Und die ist geil drauf, aber. Das ist unsere Mutter. Alter, was ist die für Probleme? Ah, naja, in dem Sinne jetzt wirklich. Tschüss.